2 Jahre später haben wir es dann. Hier unten bauen wir eine Duffer. Na naja, gut, aber wenn es wirklich nur 2 Runden sind, dann bis die da unten drin sind. Das ist. Geht schon. Ich muss nur mal einen Überblick machen, wie viele ich jetzt schon habe. Das ist ja dann die dritte Stadt. Sprich, ich brauche noch eine Stadt mit 2 Einwohnern und dann wäre es das ja erwiesen. Geht dahin. So. Das ist nervig. So. Gib mir den hier. Den will ich. Den da. Du hier hin. Einen neuen Siedler. Komm bis dahin. So, machen wir es halt wieder Schritt für Schritt. Ist ja auch nicht schlimm. Dann machen sie zumindest schon mal keinen Unfug. Oder ich mache keinen Unfug. Ach, da steht einer. Das ist auch gut. Okay. Du darfst dann hier rein. Dann haben wir die Stadt auch voll. Sehr schön. Dann haben wir zumindest schon mal 2 Städte. Wer hätte es gedacht? Achso, stimmt. Ich habe das ja noch gar nicht. Ich wollte mich sagen, baue ich jetzt eigentlich schon das Weltwunder? Ach, ich kann das doch in derselben Runde dann machen. Jo, gut, dann ist das natürlich nicht verkehrt. Gar nicht aufgefallen. Wie so oft auch, ja. Blindfisch bleibt Blindfisch. Ich bin ein... Warum zähle ich von der Stadt aus? Ich muss ein Feld vor der Stadt. 1, 2, 3. Da. Da. Hier. Hier dürft ihr die Stadt gründen. Hier. Genau. Hier. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sogar. Peace. Ja, wunderehrlich. Das ist ja wunderbar. Okay, wir brauchen nur noch eine einzige Pflaume. Das ist cool. Wäre natürlich nur schön, wenn ich jetzt dann noch einen Platz hätte, wo ich den hin verfrachten könnte. Ich glaube, aber ich habe eine Idee. Ja, die letzte Idee war ja auch kacke von mir, ja? Also, aber ich will ihn da oben haben. Meinetwegen, ne? Komm raus. Ja, anderswo geht's nicht. Anderswo geht's. Ja. Komm. Nicht lange überlegen darauf. Ich hole mir dann sogar nochmal einen und löse da unten einen auf, ja. Ansonsten brauche ich ja nochmal 100.000 Jahre dafür. Bau das. Kann ja nur noch eine Frage von Stunden sein. Ich ziehe es jetzt durch. Denke ich. Wenn es zu lang wird, werde ich halt manuell kappen. So. Ne? Bum, 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 bum. Oh, kulturellen Wert. Sehr schön. Gifet mir das da. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn es die Gesundheit zumindest pushen würde, wäre es noch geiler. So, da rein. Jetzt bin ich gespannt. Gib ihn mir. Jetzt habe ich keine Fortbewegungspunkte. Okay, also ist ein bisschen komisch das Ganze. Und nicht haha komisch. Wie weit dürftest du eigentlich, wenn du, sehe ich in der nächsten Runde, wenn er in der Stadt ist. Ich hole mir trotzdem noch einen. Ehe ich jetzt hier unten einen auflöse. Nicht, dass ich doch zu wenig habe. Das wollte ich gerade sagen. Was ist jetzt kaputt? So. Du folgst dem hier. Okay. Ich überlege gerade, über Wasser wäre vielleicht besser zu fortbewegen. Aber wenn dann da irgendein Vieh drin ist, ist es das nicht wert. Wir klauen weiterhin Geld. Okay. Nächste Runde. Da sind wir.
Ja, du musst nicht immer fragen. Du kriegst es doch. Du bist mein Freund. Mein einziger Freund. Vorerst. Nee, das wird hier wahrscheinlich auch wirklich der einzige bleiben. Ja, das kann sich hier natürlich noch um Jahre handeln. Hierhin? So, einen haben wir ja gesagt, haben wir zu viel hier unten, ne? Ja, das geht eigentlich schnell. Sehr schön. Hierhin. Jetzt darf er natürlich dahin. Das hat sich voll gelohnt. Aber okay, das muss es auch geben. Bau das da. Bau das da. Handel hiermit. Nächste Runde. So. Lass mich da unten sein. Doch, ja. Ja, Frankreich macht hier gar nichts, ne? Großartig. Das war ein schwerer Schlag für die Franzosen, aber einer muss halt immer nie ins Gras beißen. Wenn ich dahin, ja gut, dann brauche ich genauso lang, also das ist Blödsinn. So kommen sie an der Perlenkette aneinander gereiht, ist doch schön. Das einzige, was nicht so schön ist, ist die Station da oben noch da. Wäre schön, wenn es nicht mehr wäre. Dann könnte ich hier gründen. Du darfst automaten? Das Speed-Fahrzeug. Ah, guck mal an, da hat einer mittlerweile die Straße schon geschlossen. Alter, das ist cool. Ja, manchmal ist die KI vielleicht doch... Was hast du jetzt für ein Problem? Ach, weil er... Ja, okay. Mach Automat. Ist ja egal, ja. Das ist... Ich hab meinen Willen bekommen. Bin gerade am überlegen, wenn ich so auf die Uhr gucke. Ich bin schon bei 25... Über 25 Minuten. Ich habe ein bisschen zu spät den Timer gestartet. Ich glaube, ich mache doch noch mal einen Schnitt. So, weil es lässt sich ja erahnen, dass wir hier noch mal mindestens 6-7 Runden haben und hier oben noch mal eine halbe Ewigkeit. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder, hoffe ich doch sehr. Also, in diesem Sinne und damit willkommen zurück hier bei Civilization Beyond Earth. Ja, da war ja der letzte Part ja ultra viel länger. Schätzung ist leider noch da. Von wegen so 25 Minuten, ne? Und ja, Timer halt echt viel zu spät gestartet. Oh je. So. Ja, ihr müsst auch noch mit Nuff. Ihr seid die, wo zu viel sind. Und das ist ja egal. Alles halb so schlimm. An der Perlenkette. Bitte weiter nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwie fehlt. Achso, halt, ja, da steht. Okay, passt. Alles ist in Ordnung. Reg dich halt auf über meine Ideologie. Nur weil ihr alle Vorherrschaft oder Reinheit. Nein, Harmonie geht. Stimmt. So. In die Kolonie. Hierhin. Jetzt hoffe ich nur, dass die Franzosen da oben nichts gebaut haben. Es sieht ja irgendwie danach aus, wenn die da ein Baumfahrzeug haben. Also dann kriege ich die Krise, ne? So. Mache. Und du. Hierhin. Und, hätt's gedacht, dahin. Ich bin gerade mal überlegen, ob ich hier irgendwie schon mal so eine Alternative überlege. Falls die jetzt da oben nicht mehr hinkommen sollten. Wäre nicht so schön. Operation wählen. Ja, mach das da. Mach Automaten. Wenn ihr euch schon in die Haare kriegt, wer wie wo wann die Straße baut, ja?
so zumindest ist mein Gebiet jetzt da oben auch schön vereinigt. Verteidigt auch. Na, guck mal, da unten geplündert, das gehört doch mir. Oh! Widerstand, was elektrische Leitfähigkeit betrifft, ist unerwünscht. Bei Hyperleitfähigkeit ist er sinnlos. Okay. Schön, schön. Bauen wir hier das Wunder. Wissen ja, dass die hier die Crew, nee, nicht kaufen. Kaufen geht leider nicht. Ach ja. Dass man das aber hier drin auch nicht abbrechen kann. Mach. Nein! Was habe ich getan? Irgendwelche, die da hier, ne? Ihr geht dahin. Ihr geht dahin. Nein, nicht in die Stadt rein. So. Holokammer. Das ist echt blöd, das abzubrechen immer. Könnt's nicht glauben. Das ist echt nicht schlau gemacht. Tja. Dann hätten wir das da. Einheit benötigt Befehle. Naja, klar, dass das so einer ist. Ja. Mein Gott. Da macht unser Geheimagent mal nix. Wie lange dauert es eigentlich noch, bis die Städte uns gehören? 16. Und? Die gehört mir schon. Oh, cool. Verliert die eigentlich jetzt noch da unten ihre Stadt? Das würde mich auch noch interessieren. Dann wäre ich zumindest nicht der Einzige, der hier sehr gewaltsam vorangeht. Das passt soweit. So, der geht jetzt ins Wasser rein. Der geht jetzt ins Wasser rein. Der geht jetzt mal bis dahin. So, und wie, ich kann da oben nicht die Stadt bauen. Dann kriege ich nicht viel Liebe zu spüren. Ein Geheimagent durch das Übertragungszentrum oder 10% Arbeitergeschwindigkeit. Komm, wir lassen unsere Arbeiter einfach mal schneller machen. Was will ich jetzt noch mehr? Geheimagenten. Das ist natürlich, wenn man das früher macht, eine richtig, richtig, richtig coole Angelegenheit. Kann man sich sicherlich vorstellen. Eine Menge an... Jetzt mache ich es ja doch. Geheimagenten, die man dann hat. Das wäre jetzt natürlich für die Bruderschaft richtig cool. Ja, das ist eine super Angelegenheit, dass ihr noch eine Kunde baut und hin und her schickt. Tötet ihn. Bin gehässig, ich weiß. So. Sehr schön, haben wir fast die nächste Stadt fertig. Ich glaub's ja gar nicht. Yay. Ja, über Wasser sieht man deutlich schneller. Okay. Ich hoffe, ich komme da oben hin und da ist keine Stadt. Ansonsten fresse ich Spießen. Ah, das würde so ein Gefühl tiefer Liebe in mir sorgen. Du hast aber nicht vor, da reinzugehen. Du darfst ja eh nicht reingehen, das ist ja mein Gelände. Ja. Da guckst du, ne? Make it. Sehr schön, die Stadt ist completed. Ja, handeln mit denen. Ach, darum geht das in Ranoch so schnell. Ja, stimmt, genau. Ranoch wird ja gepusht mit Produktion bis zum geht nicht mehr. Awesome. Da oben ist frei. Warum sind aber dann Baufahrzeuge hier? Greift hier Neu-Babylon an? Na gut, kann eine Quest sein. Hat nichts zu bedeuten. Komm her. Dahin. Es ist zum Heulen. Dieses Hin- und Her-Geswitche, das ist... Aber ich mag das Spiel, also nicht falsch verstehen. Ich mag es wirklich sehr. Warum hat Frankreich bitteschön einen Satelliten über meinem Gebiet? Vom so weit über meinem Gebiet, das verstehe ich nicht. Siedlung. Rein. Darf leider noch nicht. Geht dahin. Hier oben, das gehört zu der Stadt. Darf ich mir nur nicht kaufen, das Gelände. Ansonsten hätte ich es mir jetzt gekauft. Bau das da. Nicht so runde. Ich
glaube, ich hänge es aneinander. Hm? Wollen wir nicht so auf die Timer gucken? Jetzt sind es gerade mal knapp 10 Minuten. Na gut, jetzt mal schauen, wie lange es noch geht. Vielleicht habe ich ja irgendwas noch versaut. Vielleicht habe ich mich auch verrechnet. Das wäre jetzt peinlich. Nein, es sind 3 Städte. 3x6 ist bekanntlicherweise. Genau, 17. Sprich, er müsste jetzt der Letzte sein. Ich lese es nicht vor. Nein, warum? Das macht der Computer für mich. Sie standen da, bewegungslos. Die Augen auf Sterne und Konstellationen gerichtet, für die sie keinen Namen hatten. Wie seltsam diese Welt auf sie gewirkt haben muss. Ihre Zukunft so ungewiss. Als sie die Augen auf ihre neue Erde richteten, sahen sie ihre Brüder und Schwestern, die diesen Ort für sie bereitet und dafür alles riskiert hatten. Es war in genau diesem Moment, dass sie wussten, dass sie zu Hause waren. Oh, schön. Ha. Okay, das war eigentlich jetzt doch wieder sehr einfach. Ich weiß nicht, ob die Mod irgendwie defekt war oder nicht. Mein spielerisches Können... Nee, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen. Also für normal ist gerade Gimini. War ja Gimini. Ja, Gimini. War Gimini war schon sehr. Ist natürlich schon schwer, ne? Ich meine, gibt nur noch 2 Grade davor. Ja, das ist. Ja, das ist schon sehr knifflig. Das da unten habe ich noch nie gewonnen. Naja. Okay, aber ansonsten, nö, also mir hat es trotz alledem sehr viel Spaß bereitet. Ich hoffe, euch ebenso. Und ja, ich würde sagen, nach Sid Meier's Civilization Beyond Earth mache ich jetzt mal ein Spiel, das komplett in eine andere Richtung geht, nämlich Sid Meier's Brave New World. Ja, ich brauche einfach mal was anderes. Naja, ich habe es so lange von dem Spiel gesperrt, dass ich das machen möchte und ja, ansonsten vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und fürs Kommentieren und fürs Bewerten. Einfach für alles. Vielen Dank und bis denn. Ciao.